Sportsfreund, der Tetzel hier für die Halbgottschmiede. Ah, mit einem guten Schluck Kaffee. Und ihr wisst, was das heißt. Es gibt ein kleines Video, ja, zu einem Thema, was mir auf der Seele brennt. Ihr habt es vielleicht schon in der Videonamenszeile gesehen. Online-Coaching, Programm, Tetzel, warum machst du sowas eigentlich nicht? Also erstmal, ja Leute, ich glaube, ich könnte wahrscheinlich ganz gut vermarkten, zum Beispiel ein Abnehmprogramm. Ich glaube, ich habe schon ein oder zweimal gezeigt, dass ich das ganz gut kann mit meiner ursprünglichen Transformation. Ich habe auch dieses Jahr schon 17 Kilo abgenommen, halte das aber auch nicht für was Besonderes. Das Gleiche gilt eigentlich für das Training an sich. Und da kommen wir zu der ganz offensichtlichen Wahrheit. Das, was ich der Meinung bin, was daran allgemeingültig anwendbar ist und was die Grundlagen davon sind, gebe ich euch kostenlos hier auf diesem Channel in mittlerweile zahlreichen Videos einfach weiter. Ihr könnt euch die Videos anschauen, ihr könnt sie euch auch wieder anschauen, ihr könnt Fragen stellen, manchmal habe ich auch Zeit, sie zu beantworten. Und natürlich gibt es ja auch einen Community-Austausch inzwischen, wo ich mich sehr darüber freue, wo dann halt mal Fragen beantwortet werden von einzelnen Usern, dann brauche ich auch gar nichts dazu sagen. Das heißt, alles, was sozusagen an ernährungstechnischen Grundlagen benötigt wird, habe ich euch eigentlich hier auf dem Channel erklärt und an nichts anderes halte ich mich. Ich fände es etwas vermessen, euch dann ein globales Programm zu verkaufen. Individuellen Ernährungsplan habe ich schon ein oder zweimal gemacht, sehr gerne auch, weil man dann ein bisschen mit demjenigen sich auch beschäftigt und dann halt genau anschaut, was mag der vielleicht auch, was braucht der, was gehört sozusagen zu seinem Alltag und ja, wie kann man das dann gestalten. Ganz anders sieht es nochmal mit Trainingsplänen aus, Leute. In der Vergangenheit habe ich mich auch ein, zweimal dazu verleiten lassen, Leuten einen Trainingsplan zu schreiben, bin davon aber komplett abgerückt und habe halt auch gesagt, okay, pass auf, ich mache das nur im Personal Training. Warum jetzt? Im Gegensatz zu vielen anderen Online-Coaches und Systemverkäufern bin ich einfach der Meinung, dass es unglaublich wichtig ist, sich die individuellen Voraussetzungen eines Athleten oder eines Hobbysportlers, eines Fitnessenthusiasten genau anzuschauen. Ich habe mannigfaltige Lizenzen und Ausbildungen gemacht, um beurteilen zu können, wie leistungsfähig jemand überhaupt potenziell von seinem Ist-Zustand ist und vielleicht werden kann. Und ich möchte einfach nicht der Trainer sein, bei dem du am Ende des Tages da sitzt und sagst, ja, ich habe deine Scheiße gemacht und jetzt bin ich halt irgendwie schwer verletzt. Da habe ich nicht so richtig Bock drauf. Darum, wenn jemand persönlich sich die Zeit nimmt, zu mir kommt, wir gehen zusammen trainieren und wir buchen ein Personal Training zusammen und man schaut sich an, okay, was hat der, wie gesagt, für Gelenkvoraussetzungen, was hat der vielleicht für Rückenprobleme, was hat der vielleicht für einen Körperfettanteil, ohne das jetzt genau zu bemessen, das ist ja egal, aber was kann der überhaupt leisten, ja? Wie hoch kann man überhaupt die Herzfrequenz mal treiben, ohne dass der mir gleich umkippt. Dann können wir halt irgendwie über einen Trainingsplan sprechen und auch über individuelle Ziele. Natürlich sind die Ziele bei 99% aller Menschen runterzubrechen auf, ich möchte Muskeln aufbauen und ich möchte abnehmen. Aber was steht im Vordergrund? Wo kann man überhaupt ansetzen und wie sind die Lebensumstände? Und das sind halt Sachen, die kann man mit einem ja, einfachen Online-Plan, den man so global zur Verfügung stellt, nicht gewährleisten. Und schlussendlich kriegen ganz viele Online-Trainer dann ja immer wieder diese Resonanz auch, ja, totale Kacke, das hat alles nichts gebracht oder ich nehme nicht ab und der schreibt mir immer nur, ja, halte ich an den Plan. Und warum klappt vielleicht manches nicht? Ja, also ich will damit sagen, Leute, wenn ich mir die Zeit dafür nehmen möchte, dann möchte ich mir auch wirklich die Zeit dafür nehmen. Dann ist das auch eine Sache der Wertschätzung natürlich des entsprechenden Kunden, der sagt, okay Tetzel, deine Zeit ist mir das auch wert. Ja, dann bespricht man, was das dann entsprechend ist. Und dafür gibt es halt nicht eine pauschale Sache. Wenn jemand ein sehr fortgeschrittener Athlet ist und sagt, pass auf, wir trainieren mal zusammen, ich zeig dir mal, wo ich jetzt stehe, kannst du mir vielleicht noch ein paar Übungen zeigen, so, dann ist das eine Sache, die natürlich ein Unterschied ist zu jemandem, der sagt, hey, pass mal auf, ich habe jetzt irgendwie 50 Kilo Übergewicht und ich muss anfangen, was zu tun. Ich weiß, du bist jemand, der das nachvollziehen kann, hilf mir dabei und ich schaue mir die ganzen Lebensumstände an. Ja, man guckt sich die Krankenakte an, man guckt sich an, ob vielleicht eine Diabetes vorliegt, alles solche Sachen, Leute. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass ein Plan, den man online sich holt, pauschal schlecht ist. Ich glaube, man kann sich da geballtes Wissen sehr zentralisiert abholen,
was man natürlich überall heutzutage kostenlos kriegen kann, was eigentlich schon wieder verrückt ist. Weil an sich ist dieser Sport ja eine Wissenschaft, Sportwissenschaft, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht in die Tiefe der Biochemie gehen oder auch nicht unbedingt immer in die absolute Tiefe selbst der Zusammensetzung von vom Körper gehen, also sozusagen, was die Muskeln angeht, was die Enzyme und die Hormone angeht. Aber das muss man für denjenigen, der es praktisch anwendet, auch schlussendlich erstmal gar nicht. Aber ihr bekommt unter diversen Channels verteilt eigentlich sehr hochspezifiziertes Wissen umsonst. Man muss sich die Zeit nehmen, es sich anzugucken. Natürlich ist es einfacher, wenn jemand einem sagt, pass auf, das machen, fertig, klar. Die Frage ist ja auch immer der Selbstanspruch. An dieser Stelle ein ganz großes Shoutout mal wieder an den guten Goku, der meiner Meinung nach, was tiefergehendes Wissen angeht, den besten Content auf YouTube liefert, was in so unseren Sport geht. Nicht nur was Steroide angeht, das ist ja nun schon ein bisschen her, sondern auch was andere Sachen angeht und sich wirklich Zeit nimmt, vorzubereiten, Studien zu lesen, auszuarbeiten. Bei mir gibt es immer ein bisschen die Basics. Ich hoffe, ihr seid damit auch einverstanden. Denn ich bin der Meinung, daran hängt es. Egal wie tief man reinkommt, ja, meistens hängt es an den Basics. Ne? Ihr habt sozusagen Stellschrauben. Und die Stellschrauben, die tiefgehendes Wissen betreffen, sind meistens so groß. Ja? Und die Stellschraube, esse ich vernünftig, schlafe ich vernünftig und trainiere ich überhaupt regelmäßig, die sind so groß. Ja? Davon habt ihr so diese drei Schrauben. Und dann habt ihr noch so diese kleinen hier. So. Da macht ihr so, okay, 0,2% mehr rausgeholt durch dieses Supplement. Dann habe ich da nochmal durch irgendwas anderes 0,2% rausgeholt. Aber 70% vom Schlaf fehlen mir, weil ich jede Nacht nicht pennen kann, weil ich irgendwie statt zu schlafen was anderes mache. Zum Beispiel. Oder ich trainiere eigentlich ja nur anderthalb Mal die Woche und dann auch nicht so richtig hart, weil tut ja auch weh. Aber die Muskeln wachsen ja nicht. Ne? Also lasst uns da angreifen, Leute. Darum nochmal kostenloses Wissen viel zu finden. Ich hoffe auch auf meinem Channel für dich und natürlich auch auf vielen anderen guten Channels, die ihr hier bei YouTube entdecken könnt. Und das lasse ich einfach mal offen. Ich glaube, ihr kennt da mittlerweile ein oder zwei. Ich hoffe, das Video hat diese Frage beantworten können. Tetzel, warum hast du kein Online-Coaching? Und wenn nicht, dann schreibt gerne was in die Kommentare. Ich freue mich auf euch beim nächsten Video, beziehungsweise nächste Woche bei der FIBO. Das müsste vom Videozeitpunkt hier noch passen. Wir sehen uns dann. Euer Tetzel. Dragon Slayer Mode. My Protein. Fuel your ambition.